Kraut auch jetzt im Grün, Gottes Namen. Und ich kann mich manchmal leider so Telegram von Ihnen ausweichen. Ich glaube, ich spiele ihn ab. Aber deswegen wäre es viel besser, Sie würden sich im Hintergrund halten. Mir ist es auch schon oft so gegangen, dass ich da was macht die Polizei hier? Nein, ich meine die Polizei. Warum kommen Sie hierher? Sie halten ein Gebet. Lage angespannt. Ja, was haben Sie davon, wenn Sie den Ausweis jetzt haben von mir? Damit ich Ihre Personalien notieren kann. Ganz einfach deshalb. Wir würden gerne mit dem Gebet anfangen. Gelobt sei Gott, der immer schon bei uns ist, ehe wir ihn suchen. Amen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, ein bewährter Helfer in den Schwierigkeiten, die über uns gekommen sind. Darum sollen uns Furcht und Sorge nicht überwältigen, auch wenn es so aussieht, als stiehle uns das Wasser bis zum Hals. Bei Gottes und Maschinen schon bald Gewächse zerstören und die Erde fliegen könnten, auf der wir stehen. Gott, der Schöpfer und der Erhalter der Welt, ist bei uns. Er ist unser Begleiter und er ist unser Schutz. Deshalb soll die Stadt Gottes weiterhin ein Ort der Freude sein. Jede Stadt ist Gottes Stadt, auch die unsere. Mit ihren Wassern, den Pflanzen, dem Grün und den Bäumen. Mit ihren Gebäuden, mit Menschen, Tieren, die in ihr wohnen. Gott selbst ist in ihren Mauern. Nicht soll sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut. Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt, ist bei uns. Er ist unser Begleiter und ist unser Schutz. Darum kommt her und seht, wie mächtig Gott ist. Er macht der Zerstörung und dem Schaden ein Ende in der Welt. Wenn Gott nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn Gott nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Gott, der Schöpfer und Erbarmer, ist bei uns. Er ist unser Begleiter und ist unser Schutz. Amen. Am Anfang war das Wort, am Ende war es gebrochen. So zitiere ich heute Joe Bauer von der vergangenen Samstagsdemo. Was ist uns nach den Landtagswahlen übrig geblieben? Das Gefühl von Ohnmacht. Am Anfang war das Wort, am Ende war es gebrochen. Liebe Besucher des Parkgebets, vielleicht geht es Ihnen ebenso wie mir. Eine unbändige Wut macht sich in mir breit. Die Zustimmung des Eisenbahnbundesamtes zu den Baumfällenarbeiten ist ein Skandal. Am heutigen Donnerstag hat das EBA die Aufhebung des seit dem 5. Oktober 2010 geltenden Baumfällverbots verfügt. Wie angekündigt, stellt der BUND einen Eilantrag zur Wiederherstellung des Fällverbots. Wir dürfen gespannt sein, was dabei rauskommt. Aber nicht nur das. Ohnmächtig glaube ich dem Politspektakel, das um mich herum stattfindet, zusehen zu müssen. Und last but not least ist mein Glaube an Demokratie und Recht gehörig ins Schwanken gekommen. Genau genommen schwindet er von Tag zu Tag. Heute ist wieder ein Tag, an dem der Schwund besonders groß ist. Wenn ich hier stehe und bedenke, dass von dem Schlimmsten ausgegangen werden muss, mir vorstelle, dass kommende Woche oder kommenden Monat hier Bagger und Holzschredder wüten, kann ich vor Zorn brüllen und einiges andere mehr, das ich hier öffentlich besser nicht benenne. Sämtliche Ungerechtigkeiten der vergangenen Wochen und Monaten kommen mir in den Sinn. Die neue Regierung, was habe ich für Hoffnung in sie gesetzt?
sie hat in meinen Augen versagt. Der Landtag ist zur oppositionsfreien Zone ernannt worden und die ehemaligen Mitstreiter laufen mit Maulkorb durch den Park oder bleiben dem Widerstand ganz fern. Unser Ministerpräsident glänzt bei den Verhandlungen zu den neuen Abstimmungsmodalitäten bezüglich zukünftiger Volksabstimmung wegen Krankheit mit Abwesenheit. Leider hat er aber davor auch keine gute Figur im Kabinett abgegeben. Wahrscheinlich ist ihm nicht bewusst, dass in seinem Gehalt die Pflicht zum Widerspruch inbegriffen ist. Jeder blamiert sich eben so gut er kann und unsere Regierung radiert sich mit dem angepassten Druckmäusertum selbst aus. Wer wird denn in Stuttgart in Zukunft nochmals grün wählen nach der Enttäuschung? Die Grünen haben in Baden-Württemberg eine historische Chance auf lange Zeit verspielt, dank ihrer Feigheit. Gerne würde ich die Drahtzieher wie Künast und Co. zu diesem Szenario befragen. Ist es Ihnen eigentlich bewusst, dass so ein ganzes Bundesland flöten geht und gewiss bald wieder in altbekanntem schwarzen Gewand erscheint? Doch eines haben wir dann gewiss wieder, eine funktionierende Opposition. Getäuscht haben wir uns in der Annahme, dass eine neue Mannschaft den Mumm hat, sich dem Konzern Bahn in den Weg zu stellen. Getäuscht haben wir uns in der Annahme, die CDU-Regierung habe die Stuttgarter Zeitung und Nachrichten wie auch andere Blätter unter der Knute. Die CDU ist gegangen, die interessante Berichterstattung geblieben. Liegt es eventuell daran, dass Geld die Welt regiert? Gut nachvollziehen, wenn man weiß, dass das Möhringer Verlagshaus rund 300 Millionen Schulden bei der BW Bank hat. Im wahrsten Sinne des Wortes werden wir von den öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten gefilmt und vorgeführt. Trotz aller Wut und allem Zorn bleibt es immer zu überlegen, was jeder von uns tut. Und manchmal ist wenig mehr. Unsere Bewegung wird nicht zugrunde gehen. Wir sind im Recht. Wir haben uns in der Sachlage nicht getäuscht. Und jeden Tag werden wir uns sicherer, denn jeder Tag bringt neue, pikante, prekäre, hochpeinliche Details ans Licht. So viele unumkehrbare Tatsachen kann man von Seiten der Bahn, Politik und anderen Konzernfanatikern übrigens. Die Kirche ist der weltweit größte Konzern, größer als Bahn, Daimler, Siemens und Bosch und alle zusammen, gar nicht schaffen, dass wir zu bremsen sind. In diesem Sinne, oben bleiben.